Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir wollen jetzt mal den PC-Controller testen, den ich im Unboxing gerade angeboxt habe. Bin mal gespannt. Dafür stecke ich jetzt erstmal den USB-Adapter unten rein. So. Uns gleich mal anzeigen. Wir haben ein neues Gerät gefunden. Also das ist meine Maus. Keyboard. Und wenn wir jetzt unter Systemsteuerung gucken. Dann wartet bei Hardware und Sound. Drucker. Hier haben wir einen Controller. Der wird so als Xbox 360 Controller anerkannt. Auch nicht schlecht. Microsoft Wi-Fi. Meine Cams. Können wir jetzt gleich mal überprüfen. Ja, Eigenschaften. Okay. Ah, da haben wir es. So, und jetzt gucken wir mal. Ich fange jetzt einfach mal mit A an und dann gucken wir mal, ob hier irgendwas leuchtet. Passiert. Ach so. Anmachen müsste ich ihn schon, wäre ganz clever. Kann ich auch, wenn ich länger gedrückt hätte. Ja. Mal an, was passiert jetzt? A gedrückt halten, den Knopf gedrückt halten. Haben wir dann eine Spieleliste? Ich mache jetzt erstmal so testen. Und mit den Tasten hier. Oh, wir können hier hoch und runter gehen. Den können wir auch. Wenn ich gedrückt halt, hä? War da gar nichts. Ach, jetzt haben wir umgeschalten. Jetzt haben wir einen PS3-Controller. Android. Ah, okay. Und nochmal gedrückt halten. Und wir haben wieder einen Xbox-Controller. Also das finde ich geil. PC. Hier seht ihr PC, PS3 Android Controller. Da können wir praktisch auch an die PS3 anschließen. Wir wollen aber einen Xbox 360 Controller haben. Und wir haben so ja das Bild von einem Xbox 360 Controller. Gucken uns jetzt das mal an, ob das auch so funktioniert. So, ich fange mit A an, leuchtet. B, doch B, X, Y, Schulter links, Schulter rechts, also R1 und L1, R1,
L2 R2 und dann haben wir hoch, runter, links, rechts. Dann könnte man dann hier auch noch separat umschalten. Dann haben wir hier den und den haben wir auch, also die analogen. Dann fehlen uns noch zwei und das werden, denke ich mal, yep, Start und Select sein. Ich will jetzt nochmal Kontrolle machen. Also das finde ich eine gute, echt gute Sache. Man hier so umschalten kann. So, und jetzt haben wir einen PS3-Controller. Dadurch werden jetzt natürlich die L2 und R2-Tasten als richtige Tasten anerkannt. Aber wir fangen wieder bei A an. A, B, X, Y. Geht da praktisch von A, Y, B, L1, R1, L2, R2. Und dann haben wir noch Select, Start, den und den. Ach, und der zählt auch, wenn man einzeln drückt, als einzelner Knopf. Und das Steuerkreuz wird uns auch angezeigt. Hoch, runter, links, rechts. Da können wir auch gucken. Links, rechts, hoch, runter. Hier hoch, runter, links, rechts. Und wenn wir das jetzt beim anderen nochmal machen, da habe ich nämlich die Joysticks vergessen. Linker Analogstick, links, rechts, runter, links, rechts, runter, hoch, alle da. Werden wir den doch einfach mal testen, ob der jetzt wirklich das auch so macht, wie er das machen soll. Gucken wir mal in meinen Kick rein. Und wir könnten ja diese Shadow Hunter könnten wir ja immer noch am Runterladen. Nehmen wir das hier, würde ich sagen. Einfach mal das. Habe ich noch gar nicht runtergeladen. Och. So, ein Update kam dafür. Wochenupdate. Dauert noch eine Stunde. Wegen nichts, warte ich jetzt ohne. Könnten wir ohne. Muss ich jetzt den Ton mal leiser machen? Wir wollen ja nur anzocken. Wir wollen ja nur gucken, ob es funktioniert. Weil das Problem ist, ich habe, wie gesagt, noch nicht alle runtergeladen. Wenn ich jetzt den Ton hier normale Lautstärke lasse, dann kann es schon sein, dass mein Rode dann so ein bisschen sagt, ey, den gequatscht. Nehmen wir das Mikrofon an und dann haben wir ein bisschen doofen Ton. Haben wir nämlich doppelt und dreifach. Noch nach einem anderen Spiel kann das sein. Ich habe doch ein paar runtergeladen. Nehmen wir alle einfach. Habe ich nämlich schon installiert. Das sollte jetzt halt rufen. Bei dem anderen muss ich dann mal jetzt nach und nach die Updates machen. Das wollen wir ja nämlich demnächst noch streamen. Ton habe ich. Gut, muss aber den Ton wahrscheinlich. Also kann ich bei mir auch ein bisschen Ton machen.
Mir werden nämlich auch gleich die Xbox-Tasten angezeigt. Herrlich, kann ich so ja, weiß ich so ja, was ich überspringen muss. Ich bin überhaupt nicht der. PC-Spieler. So WASD und wenn da irgendwelche Knöpfe stehen, dann wird da Tasten. Würde ich gar nicht klarkommen. Also wie ihr seht, die Knöpfe funktionieren alle. Der Druckpunkt ist auch ganz gut von dem Controller, muss ich sagen. Ich finde es ganz gut. Wäre halt schön, wenn wir mal ein paar andere Knöpfe benutzen könnten, aber hier ist ja nicht viel. Boah. Selbst die Analog-Sticks sind sehr gut. Aber das Steuerkreuz ist mir ein bisschen laut, finde ich. Vielleicht, wenn es sich eingespielt hat, dass es noch ein bisschen was leiser wird, aber. Werde ich euch gleich auch nochmal zeigen, wenn wir hier fertig sind. Machen wir noch. Level machen wir noch fertig. Wenn euch das Spiel interessiert, das gibt es übrigens nicht nur für PC, das gibt es auch für PlayStation und Xbox. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich im Steam dafür bezahlt habe, weil ich habe es mir im Steam geholt, weil ich es unbedingt spielen wollte. Und die hatten es nicht für die PlayStation. Dann habe ich es mir halt für Steam gekauft. Obwohl es halt für die PlayStation kommen sollte. Aber das kam dann irgendwann später, oder ich weiß nicht, ob es das jetzt überhaupt schon gibt.
Ich muss immer noch gucken, was A und B ist. Bitte nochmal angucken. Okay. Machen wir jetzt auch wieder. Ah, okay. Kann ich hier auch aufnehmen? Das ist diese Xbox-Funktion, die halt jetzt so drin ist. Bei Windows 10. Mikrofon anschalten. Kamera können wir auch anschalten. Geht jetzt natürlich nicht, weil meine Kamera gerade im Aufnahmeprogramm drin ist, logischerweise. Screenshot. Hier haben wir dann Xbox. Können wir dann das Xbox-Menü öffnen. Aufrufen. Ich muss mir erstmal mit den Tasten klarkommen hier. Dann haben wir hier Ordner. Ach, da kommen wir dann zu den Screenshots hin. Cool. Also die Funktion gefällt mir. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Weil wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der PC-Spieler. Und dann haben wir noch Mixer. Ach, da kommen wir dann gleich zum Mixer. Da können wir jetzt aber mit dem Controller gar nichts stellen. Also ich drücke hier wie ein Bescheuerter auf die Tür, aber es passiert nicht. Gut. Machen wir nochmal das Spiel an. Ah, Start geht auch für Fortsetzen und Pause und Select macht gut. Wie gesagt, dann können wir das hier auch schon mal hier beenden. Big Pictures aufrufen, können wir dann hiermit damit steuern? Nee. Doch. Doch. Na eben. Ah, okay. Wir können in Big Pictures so ja mit dem Controller steuern. Und was ist, wenn wir aus Big Pictures rausgehen? So, im normalen Steam kann ich jetzt hier nichts drücken. Wird halt nicht unterstützt, da geht nur Maus und Tastatur. Aber wenn wir hier oben auf Controller, also auf Big Pictures drücken, das wird auf jeden Fall unterstützt. Barshed ist drin.
Ich habe gedacht, hier ist irgendwie noch ein Controller mit drin, dass man. Controller irgendwie einstellen kann, aber das ist hier leider nicht. Doch, hier Controller. Allgemeine Controller-Einstellungen. Tastenguide. Beim Beenden ausschalten. PS4 Konfigurationsassistent, den wollen wir haben. Xbox Konfigurationsassistent. Erkannter Controller Xbox. Ah, okay. Wird uns hier auch hier. Der vibriert. Wenn ich sage identifizieren. Ich hoffe, das kriegt er jetzt ein bisschen mit. Können wir hier auch kalibrieren. Okay. Okay, also funktioniert schon mal. Können wir hier auch umbenennen. Wollen den aber jetzt nicht um. Vibration will ich auch anhaben. Der Controller. Wie zieht die Maus hier hoch? Achso, ich kann mit dem linken gar nicht jetzt die bewegen, aber irgendwie zieht die Maus hier. Jetzt hört's auf. So. Die Maus wieder nach oben. Seht ihr das? Zeig das mal ausgeschalten. Nach oben. Schalten. Jetzt zieht die Maus wenigstens nicht mehr nach oben. Also das ist irgendwie ein kleiner Fehler im Programm, würde ich sagen. Hat der hier... Naja, das auch schon mal wieder erschienen. Da muss ich dann halt noch updaten, damit das alles funktioniert. Gucken wir nochmal nach, ob es jetzt wieder geht. So. Ja, sobald ich halt mit dem Controller hier das bewege, die Maus... geht die automatisch nach oben. Die hört dann auch nicht auf. Da muss ich noch gucken, dass ich da irgendwie bei den Einstellungen vielleicht noch irgendwas einstellen kann oder so. Na gut, wenn man im Spiel ist, dann ist man im Spiel. Da braucht man ja nicht wirklich... die Einstellungen... Okay. Sagt er uns selber, wir sollen Big Picture Modus testen. Also so vom ersten benutzen. Anschließend war einfach. Er macht auch das, was er soll. Das Geile ist, dass man umschalten kann zwischen einem PS3 PC Controller oder einem Xbox 360 Controller. Also PS3 PC und dann stand ja noch irgendwas da. Ach, Android. Android-Controller. Oder halt, also Android heißt bestimmt, dass man das Ding dann auch für Fire TV benutzen kann. Wenn das neue Fire TV dann der Cube mal kommt mit wieder USB-Anschluss, denke ich mal, oder da kann man einen Hub dran machen, dann denke ich mal, dass das auch funktioniert. Das werde ich später dann mal testen.
Die, ja. Komme ich nicht auf den Namen, wie die heißen, die Bewegungsdinger hier unten. Komme ich gerade nicht auf den Namen, ich weiß es nicht. Die funktionieren recht gut. Die sind auch, man rutscht gar nicht so ab, wie ich jetzt am Anfang gedacht habe. Ich würde mir aber echt wünschen, wenn sie die jetzt vielleicht noch eine Wölbung drin machen würden. Ja, also wenn da eine Wölbung drin wäre, wie beim PS4-Controller oder beim eigentlichen Xbox 360-Controller, werdet natürlich noch einen Zacken schärfer. Die Knöpfe funktionieren recht gut. Ich habe auch hier so ein Feedback. Und bei den Knöpfen ist es ja okay, dass ich da ein Feedback habe. Das bin ich so gewohnt. Aber ich finde das Steuerkreuz ein bisschen laut. Aber ich denke mal, da kann man sich auch dran gewöhnen. Ich habe ja auch noch zum Vergleich. Ja, das ist beim PS4-Controller. Da hört man nichts, wenn man ein Steuerkreuz macht. Und die Tasten hört er auch. Die sind so ja lauter als bei. Die Original-PS4-Controller sind so ja lauter als. Als der Controller. Also, der ist von den Tasten her ein bisschen leiser. Aber das Steuerkreuz ist viel zu laut. Also, aber ich denke mal, da wird man sich dran gewöhnen. Hört er nicht. Die sind dann schon wieder ein bisschen lauter. Und zum Vergleich, PS4-Controller. Hier hinten sehr laut. Hinten auch. Die sind nicht so laut. Und dafür sind die hier hinten. Wenn ich hier richtig raufhämmer, sind die ansatzweise halbwegs so laut wie ein PlayStation 4 Controller. Also eher so etwa so halb so laut. Und hier oben, die sind ja, lauter. Also komischerweise, der hier ist auch, der rechte ist so ein Stück lauter als der linke. Aber so, er macht, was er soll. Und für den Preis, was habe ich bezahlt? 1999, 1998, bin mir jetzt da nicht so sicher. Dafür kann man ja nicht so viel verlangen. Er hat so einen Vibrationsmotor drin. Also selbst Vibration wird unterstützt. Das ist schon mal geil. Ich mag diese Vibrationsfeeling. Wenn man irgendwas, ein Rennspiel spielt oder irgendwas und dann über Schotter fährt oder was weiß ich, dass man da so ein bisschen haptisches Feedback bekommt. Finde ich sehr persönlich sehr geil. Wir haben dann hier vorne halt das Haussymbol drauf. Da können wir dann ja, den Fotomodus und so starten bei Windows 10, dass wir dann auch Fotos machen können. Also so, er macht, was er soll. Und für den Preis kann man da jetzt echt nicht meckern. Wie gesagt, aber das Steuerkreuz. Das Steuerkreuz finde ich wirklich ein bisschen laut. Aber sonst macht, was er soll. Die Funktionen sind alle da. Also das Einzige, was ich jetzt wirklich zu bemängeln habe, dass das Steuerkreuz ein bisschen zu laut ist. Ich denke mal, dass man sich daran gewöhnt und dass halt wirklich hier nicht diesen Bubble haben wie von der PS3. Das würde bei der nächsten Version vielleicht, wenn es eine Vertiefung hat und vielleicht ein Stück größer, dass es auch für europäische Hände geeignet wäre, also besser geeignet ist, wäre vielleicht noch angebracht. Muss nicht viel sein, aber minimal größer und halt die Vertiefung. So, das soll es jetzt soweit zum Controller gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ich euch helfen konnte, lasst mir doch einen Daumen oben da. Vergesst nicht, die komische Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns wieder im nächsten Stream oder angezockt oder was weiß ich. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.